Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Ich weiß nicht, warum ich gerade so verdummt das Ganze hier starte, aber hey, das ist mal was anderes. Ja, heute gibt es mal wieder Champions Raten. Ich habe mich da wieder ins Zeug gelegt und einige verdummte Tipps, einige schwere, einige leichte und komplett kernretardete Tipps. Beim letzten Mal kam das ja ganz gut bei euch an, bedeutet mit der Punkteverteilung. Ja, das heißt, wir machen das genau wie letztes Mal. Solltet ihr einen Champion nach dem ersten Tipp erraten, bekommt ihr 4 Punkte auf euer Konto gutgeschrieben. Beim zweiten Tipp sind es 3 Punkte, beim dritten Tipp sind es 2 Punkte. Und beim allerletzten Tipp, der bei einigen Champions wirklich komplett verdummt ist, bekommt ihr nur noch einen Punkt. Ganz am Ende zieht ihr alles zusammen und das ergibt eure Gesamtnote. Diese Note ist sehr, sehr wichtig, denn wenn ihr nicht eine gute Note erhaltet, dann werdet ihr nie wieder einen Job finden. Auf geht es, meine Freunde, und zwar mit Champion Nummer 1. Miau. Und zwar laufen. Wieso sollte ich? Ja, wir fangen jetzt mal ganz ruhig an, ne? Ganz, ganz ruhig, ganz langsam. Ja. Ihr dürft natürlich hier nochmal ganz wichtiger Aspekt, sobald ihr sagt, okay, laufen, wieso sollte ich? Das ist der und der. Sobald ihr eingeloggt habt, das ist wie bei Günther Jauch, dann ist eingeloggt. Dann könnt ihr nicht beim zweiten Tipp noch was anderes einloggen. Ihr habt auch keinen Joker mehr, ihr seid komplett raus. Kurz anhalten und warten und überlegen ist okay. Aber wenn gesagt ist, ist gesagt. Ich glaube, der zweite Tipp, wenn ich das so lese, ist super einfach. Aber der erste Champion, okay, komm. Entfessel die Macht. Ja, das war's auch schon. Also, der zweite Tipp halt. Manchmal ist weniger mehr. Bei mir ist mehr immer mehr. Also wir reden hier offensichtlich nicht übers Meer, sondern über mehr im Sinne von mehr halt. Wisst ihr Bescheid. Dieser Satz diente lediglich dazu, euch zu verwirren. Tschüss. Und der letzte Tipp. Telekinese. Oder heißt es Telekinese? Telekinese? Telekinese. Telekinese. Schon mal was davon gehört? Champion Nummer 1. Ich glaube, der war wirklich einfach. Ich meine, ich sag das jedes Mal bei jedem Champion, aber ich merke das einfach im Nachhinein. Wollt ihr mal eine ultra-trier-todesharte Runde haben? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, Syndra, ne? Laufen brauchst du nicht, die fliegt. Entfessel die Macht, weil sie ist ja sehr, sehr, wenn man mal ihre Zitate etc. hört, sie ist ja richtig so Force, ihre Power, ihre Macht, das ist ja so, naja, das ist ja so ihr komplettes Design, ihr Ding. Manchmal ist mehr oder weniger mehr, also mehr ist mehr. Mit der Kugel natürlich, mehr Kugeln sind immer cool. Und ihres, ja, wo sie diesen Minion oder was auch immer grabben kann und auf den Gegner werfen, ist natürlich Telekinese. Der zweite Champion, ich wollte gerade schon den Namen wieder sagen, da muss ich echt zurückhalten. Zalando! Schrei vor Glück! Nicht. Holy shit, war der einfach, wenn man so drüber nachdenkt. Aber okay. Achtung! Dashen verboten! Manchmal macht der Spell wenig Damage. Manchmal aber auch viel. Oh mein Gott, ist dieser Champion einfach. Ich mach dich gleich zum Malphite. Hierbei handelt es sich... Der war wirklich... Ich muss das jetzt mal wirklich viel schwerer machen. Aber okay. Cassiopeia. Ne, wer, ich weiß jetzt nicht, ob man nach dem ersten Tipp direkt drauf gekommen ist. Zalando schreit vor Glück nicht, ne? Weil Zalando ist ja Schur und so. Und sie kann ja keine kaufen, ne? Cassiopeia, Schur, wisst ihr? Kennt ihr? Kennt ihr? Ja. Dashen verboten, klar. In ihrer Weg kann keine Dashen. Ihre E macht mehr Damage und sie versteinert die Gegner. Macht sie also zum Malphite. Ich glaube, der nächste Champion wird aber schwer, ne? Ja, das war die Wärmauf-Phase. Wärmauf-Phase war das. Jetzt wird's schwerer, Leute. Also, holt euch nochmal schnell einen Snack. Jetzt geht's los. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Wer tätowiert sich eigentlich Wolken auf den Körper? Also das ist jetzt legit wirklich eine Frage. Ich meine, holy shit, wer macht denn sowas? Also ich glaube, es gibt vielleicht, wenn von euch irgendjemand eine Wolke auf dem Körper tätowiert hat, dann meldet euch. Meldet euch. Vermutlich wiegt die Waffe auf meiner Schulter fast mehr oder halt wirklich sogar mehr als ich. Das weiß man nicht, bevor man nicht beides gewogen hat, ne? Also deswegen halt vielleicht. Meine Waffe hat
Hasenohren. Das ist natürlich was für... Ja, für Kenner, sag ich mal. Wobei die Tipps generell so ein bisschen was für Kenner sind. Aber muss man halt ein Kenner sein. Wenn man kein Kenner ist, dann kennt man es halt nicht. Hierbei handelt es sich um Jinx. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar runter. Sie hat natürlich sehr, sehr lange Haare. Tatsächlich auch so gerapunzelte Haare. Also so, halt so geflochten. Gerapunzelt halt. Ne? Also die könnte da wirklich so einen Traumprinzen hochklettern lassen. Und sie hat wirklich auch Wolken auf ihrer... Auf ihrem Körper, also ich glaube, es sind Wolken. Ich gehe mal wirklich davon aus. Ja, ihre Waffe ist zwar, ich meine, holy shit, ne? Die Frau wiegt gar nichts. Sie ist so dünn. Ich habe sie mir mal das 3D-Model angeguckt, um mir irgendwelche Tipps auszudenken. Und holy shit, die ist einfach nur ein Knochengestell. Die wiegt wahrscheinlich 30 Kilo oder so. Ja, und die Waffe, ja, ich meine, ist halt eine Panzerfaust, ne? Und auch ihre MG. Ich habe, klar, ich habe immer von Waffe geredet. Eigentlich hat sie Waffen, aber es wäre Survivor gewesen. Hat tatsächlich Hasenohren, ja? Müsst ihr angucken. Das MG hat einfach Hasenohren. Ich weiß auch nicht, es ist so. Okay, weiter geht es. Boah, wenn ich den Tipp so lese, ich glaube, das ist wieder schon wieder viel zu einfach. Oranges Haar, wunderbar. Ich glaube, es gibt so ein Lied irgendwie, so ähnlich. Ganz grob. Vielleicht auch nicht. Etwas, das auf Malle jeder möchte. Da, wo wir im Malle-Urlaub waren, da hat man ja diese Koffer und da kann man dann was draufschreiben, also den Namen und wo das Ganze hingehen sollte. Da hat wirklich einer Mallorca draufgeschrieben mit J. Es wird ja Mallorca ausgesprochen, aber es heißt ja Mallorca und er hat einfach so wie Mayo, Mallorca. Ah, nur so kleiner Fact nebenbei. Dieser Dash gewinnt gegen so gut wie alle anderen Dashes. Das ist natürlich einfach analytisch wissen. Achtung, der letzte Tipp ist wirklich unglaublich schwer. Unglaublich schwer. Eigentlich sollte es für diesen Tipp 0,5 Punkte geben. Ich habe bei Weight Watchers angerufen. Leider hat aber keiner abgenommen. Dum-dum. Dum-dum. Ja, meine Freunde, es handelt sich um Gragas. Oranges Haar. Ich glaube, es gibt auch gar nicht. Ich meine, im Prinzip gibt es kaum Champions mit orangen Haaren. Ich weiß gar nicht, was ich mir bei dem Tipp überhaupt gedacht habe. Holy shit. Aber nun gut. Ja, Freibier ist seine seine Passive tatsächlich. Und das will natürlich auf Mallorca, jeder haben. Mit dem E kann man wirklich mehr oder weniger alles unterbrechen. Und beim letzten Tipp brauche ich, glaube ich, nicht drüber reden. Und dann gehen wir weiter zu Platz Nummer 2. Ich hoffe, ihr zählt regelmäßig auch eure Punkte mit. Könnt ihr natürlich auch aufschreiben. Ja, Platz Nummer 2. Hä? Das war der Nachbar von draußen, das war ich jetzt echt nicht. Holy shit. Ja. Ich bin ein Tier, aber irgendwie auch ein Mensch. Oh mein Gott, ist das schon wieder einfach. Holy shit, ey, gibt's ja gar nicht. Komm mir nicht zu nah, ich schlage regelmäßig um mich. Wer später bremst, ist länger schnell. Der letzte Tipp, okay, der letzte Tipp ist so retarded wie beim letzten Champion, aber ja, ich muss den einfach bringen, Leute, ich muss einfach. Kommt ein Pferd in eine Bar, fragt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? GG. Einfach GG. Ja, ich glaube, da brauche ich nichts mehr sagen, das ist Hecarim. Ne? Also erst wollte ich sagen, ich bin kein Tier, aber auch kein Mensch. Aber eigentlich ist er ja beides und deswegen habe ich es halt andersrum gepolt. Ja, er macht mit seiner Q ständig so einen Rundumschlag. Ja, wer später bremst, ist länger schnell, ist halt, weil der einfach on mass speed ist. Ne? Und beim letzten Tipp, wie bei gerade, brauchen wir, denke ich, nicht übersprechen. Ich denke mal, die Champions waren bisher wirklich unglaublich einfach. Ihr könnt mir absolut Feedback geben. Das Ding ist, ich kann eine Todesrunde machen. Ich habe auch schon mal Todesrunden gemacht, aber dann waren alle, hey, Tobi, viel zu schwer, voll kacke, ey, wenn man keiner rät. Ja, ich meine, ich fände es ja geil, wenn man von 5 ultra todesschweren einer rät, dann zeigt das, du bist ein Boss. Wenn du 5 leichter rätst von 5 leichten, dann ist halt, ja, was jeder auch kann. Könnt ihr mir gerne Feedback geben. Wenn ihr eine Todesrunde haben wollt, dann mache ich euch eine Todesrunde. Aber gut. Der letzte Champion. Der ist, glaube ich, gar nicht einfach. Vielleicht aber auch doch. Meine nächsten 2 Angriffe haben zusätzliche Effekte. Ich laufe schneller, du läufst langsamer.
Wenn meine Fertigkeit einen Gegner... Woher kommt das Wort Fertigkeit? Fertigkeit. Hat das was mit fertig zu tun? Ich kite dich jetzt fertig? Ah, okay. Wenn meine Fertigkeit einen Gegner tötet, wird dessen CD verringert. Also der Fertigkeit natürlich. Sie ist dann wieder fertig. Zufall? Boah, glaube nicht. Das weiß ich nicht. Und der letzte Tipp, der ist auch schon wieder komplett verdummt. Es gibt ein Lied. Und ich spring, spring, spring immer wieder. Und ich schwimm. Okay, also das mit dem Schwimmen zählt jetzt nicht mehr dazu. Aber das Springen schon. Ja. Das war's auch schon, tatsächlich. Das war der letzte Champion. Ich gebe euch nochmal kurz eine Sekunde Zeit. Okay, die ist um. Alles klar. Und zwar, ich glaube, der war wirklich schwer. Akali. Ich meine, holy shit, an welchen Champion denkt man denn beim ersten Tipp? Zwei Angriffe haben zusätzliche Effekte. Der erste heilt dich, der zweite macht mehr Damage. Aber sagt mir auf jeden Fall, welchen Champion ihr gedacht habt. Holy shit, also mir würde, glaube ich, wirklich instant keiner einfallen. Und ich glaube auch nicht, dass ich an Akali denken würde. Ne? Aber ja, ich laufe schneller, du läufst langsamer. Die Bubble, in der ist sie schneller, der Gegner langsamer. Wenn sie jemanden killt, das mit der E, dann kriegt sie natürlich Cooldown wieder. 60% sind das. Und ja, springen ist halt die Ultimate. Es hat sogar gepasst. Dreimal springen, 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 springen. Und damit sind wir durch, meine Freunde. Ihr könnt mir absolut unbedingt, droppt mir auf jeden Fall, wie viele Punkte ihr hattet. Ob ihr eine Zukunft habt oder ob ihr euch die jetzt mit diesem Video verbaut habt. Und vor allem, ob ihr irgendwie das jetzt schwerer haben wollt oder ob es sogar vielleicht okay war. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Vielleicht bin ich auch paranoid. Ja, ich wünsche euch damit auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Heute war es ein bisschen in der Kern-Retardeten Verdoomt-Version. Wenn ich das zu Kern-Retarded war, habt ihr Pech gehabt. Auf Wiedersehen und tschüss.